Retten. Ricky. Ich kann Sarah nicht retten, aber die anderen. So, und dann willkommen zurück zu einer neuen Folge. Es tut mir leid, Sarah. Es tut mir leid, aber ich werde nicht aufgeben. Ich finde dann einen Weg. Ich werde dich später holen. Ich werde dich später holen. Ich muss nach Norden. Über den Santiam Highway. Jetzt geht es. Ja, es ist der schnellste Weg. Okay, aber los geht's. Santiam. Hier lang. Nach Norden. Kontrollpunkt, Scheiße. Der war hier vorher noch nicht. Es gibt keinen Weg drumherum. Oh nee, jetzt echt. Ich muss hier so richtig viel kämpfen. Ich hätte vielleicht auch lieber eine Maschinengewehr einpacken sollen. Wie weit muss man sich hier durchkämpfen, ey? Hallo? Danke. Ich bin fast dead. Meine Lebensleiste ist komplett leer. Okay. Prinzipiell würde ich jetzt die ganzen Leichen looten wollen, aber das lohnt sich nicht. Ich muss mich nämlich beeilen. Scheiße, ja. Gib mir das Gewehr. Danke. Keine Muni. Danke. Waren das alle, hä? Wo seid ihr denn alle? Ja, das dachte ich mir. Junge, liegt hier viel rum. Ist ziemlich stressig, bin ich voll. Okay, Kerosin kann ich mitnehmen. Was kann ich craften? Molotov bin ich voll. Mach ich noch Napalm? Fallen kann ich eine herstellen, zwei herstellen. Die Dinger bin ich full. Durch, Bruder. Ich komme. Irgendwann musst du stehen. Okay, mach hier auf.
Junge, Junge, Junge. Na, wichtig. Gut, jagen wir hoch. Also gut, spreng ich mir den Weg eben frei. Der Tunnel ist frei. Das war die Miliz. Danke, Skizzo. Oh, verdammt. Wir haben die Kontrolle übernommen. Es wird ein heftiger Kampf. Wir haben die Dauer in der Kampfsache. Der Bastarde geht dir verdammt nochmal aus dem Weg! Oh, leck. Leck. Vielleicht keine Muni mehr. Boozer, hörst du mich? Kommen. Boozman, bitte kommen. Okay. Ja, bring sie hier rein, verdammt. Eddie, bring die Verletzten rein. Loser! Rick, du bist gesund und munter. Glückliche Brücke brauchen. Bring sie rein! Los, verdammt! Los! Scheiße, pass auf! Ich komme, Loser, ich bin fast da, aber Skizzo! Er ist da, Loser, er ist hinter dir her! Sie versuchen es durch das Tor! Los, los! Soll er kommen, Dick? Soll er kommen? Genau die Einstellung, die ich eigentlich hatte. Aber jetzt geht es halt nicht nur um Leben und Tod, sondern um Familienleben und Tod. Ricky, Lost Lake Camp, kommen! Ricky, Iron Mike, kommen! Scheiße! Rick, du lebst noch! Skizzo sagte, du wärst tot! Finde Skizzo! Hey, hey! Sie hauen ab! Sie fliehen! Wir haben sie! Wir haben sie! Wo ist Skizzo? Hat jemand Skizzo gesehen? Geschafft, Mann! Genau, Kumpel! Ihnen nach! Lasst ihn nicht entkommen! Tötet jeden Einzelnen von ihnen! Wo zum Teufel ist Skizzo? Ein paar von uns haben ihn gesucht. Ohne Erfolg! Hey, kommt! Wir müssen los! Keine Sorge! Wir finden dieses Arschloch! Oh, Deke, Gott sei Dank! Komm! Ricky, was ist los? Iron Mike, er wurde angeschossen. Oh. Dem geht's nicht so gut. Hey, du fauler Mistkerl. Ich wollte fragen, ob wir angeln gehen. Das Camp hat Hunger. Hast du sie gefunden? Gefunden? Deine Lady? Ja, sie ist gleich da draußen. Sie ist hier? Ja. Ja, hörst du was? Das hätte ich nie ohne deine Hilfe geschafft. Sie sehen. Sie muss ja eine tolle Frau sein, all das durchzustehen.
Wie meine Elisabeth. Okay, okay. Hier, Mike, hier. Mike, bitte nimm das hier. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Hier. Vorsicht. Ich sag falsch, Dick. Nein, nein, nein. Wir kriegen das wieder hin, Mike. Wenn du wieder auf deinen Beinen bist, dann machen wir beide... Ich lag falsch. Ich lag falsch. Tu, was du tun musst. Du musst das Camp schützen. Ricky. Ja, ich bin hier, Mike. Ich bin hier. Mike? Okay, es geht so. Lass mich dich finden. Fällt mir schwer, das zu sagen. Iron Mike ist tot. Ja, er wollte Skizzo aufhalten, als die Miliz sich zurückzog. Und wie Iron Mike nun mal ist, wollte er mit ihm reden und... Okay. Ja, ich... Ruhe! Gott verdammt! Das wird keine Rede! Iron Mike würde das nicht wollen. Wir haben keine Zeit dafür, weil... Weil die, die wir heute getötet haben... Es gibt mehr von ihnen. Viel mehr. Ich war in ihrem Camp. Ich habe ihre Armee gesehen. Und wenn sie wiederkommen, werden sie jeden Einzelnen hier abschlagen. Vielleicht werden sie es versuchen. Es sei denn, wir greifen zuerst an. Hey! Hey, Ruhe! Seid jetzt ruhig! Hört ihm zu! Iron Mike hat ihm vertraut. Also solltet ihr ihm auch vertrauen. Nein, tut mir leid. Hört mal. Ich kann das nicht. Ich bin nicht Iron Mike. Ich bin ein gottverdammter Drifter. Du hast recht. Auf Wiedersehen. Nein, ich werde nicht gehen. Sieh mich an. Hör zu. Okay. Sag Busa, er sollte meine Hütte kommen. Okay, also das hier habe ich in einem Bunker gefunden. Warte, ist das... Ja. Wir brauchen einen Truck. Was Großes, sowas wie ein Kipplaster. Und den beladen wir mit, Ammoniumnitrat? Ja. Dazu kommen ein paar hundert Liter Kreosot. Eine riesige Düngerbombe. Das ist dein Plan. Oh mein Gott. Die Miliz hat die gesamte Insel zu einer Festung gemacht. Ich habe die Zivilisten in den Höhlen, du hast die Arbeiter und die, die als ungeeignet für den Dienst am Camp gelten. Und du hast das Waffenlager und die Garnison direkt am Haupttor. Schlagen wir dazu... Treffen wir die Miliz direkt ins Herz. Was ist mit Sarah? Na, ich sehe. Er ist in den Höhlen. Der Colonel nennt es die Arche. Woher weißt du, dass sie nicht einfach alle umbringt? Sarah und all die anderen. Das weiß ich nicht, aber ich glaube, die Explosion wird so viel Verwirrung und Chaos verursachen, dass ich da reinkomme und sie rausbringe, bevor sie was merken. Hör zu, es geht hier nicht mehr nur um Sarah. Der Colonel hat uns allen den Krieg erklärt. Und er hat eine ganze Armee hinter sich. Iron Mike und die anderen sind nur die ersten Opfer in diesem Krieg. Und es wird ein kurzer Krieg, wenn wir nicht zuerst zuschlagen. Ich sag dir nicht, dass es ein guter Plan ist. Nein, es ist ein beschissener Plan. Machst du mit, Bruder? Oh, dann bin ich dabei. Okay. Tja, wir werden das nicht allein schaffen. Okay, wenn noch irgendjemand mitmachen will, greift ihr beim Südtor an. Mhm. Denn nach der großen Explosion wird die gesamte Miliz bestimmt zum Haupttor laufen. Mhm. Gut,
Wir brauchen ein paar Sachen. Ihr habt noch einen Knall. Okay, ja, reicht langsam. Heilige Scheiße, habe ich viel gekriegt. Boah, Junge. Oh, es fühlt sich schön an, wieder da zu sein. Wie kann ich dir helfen? Sorry, keine Ahnung, was ich will. Das Ding ist ein scheiß Panzer. Darf ich mein Bike upgraden? Ja, darf ich. Was? Wie ist das Camperleben? Dauert länger. Wie kann ich helfen? Upgraden bis zum geht nicht mehr. Ja, eine neue Satteltasche. Sieht zwar nicht so geil aus, aber hat mehr Kapazität. Das macht's schlechter, das macht's auch nicht gerade besser. Das hält erstmal. Ja, das sehe ich genauso. Was war das hier? Nee, ich bin zufrieden mit dem Bike. Echt, das sieht richtig geil aus. Klar, okay. Gut. Da ist Rickys Platz. Ja, ich hab das Drecksgewehr. So. Findet man nichts mehr? Nee, nicht mehr so viel. Wo warst du denn so lange? Hey Blair, wie läuft der Waffenhandel? Oh. Die macht Bumm. Heißt, die kaufe ich. Ich glaube, die ist sogar schlechter. Das sollte gehen. Das ist doch schon besser. Ja, okay. Und kaufen, bis der Geldbeutel leer ist. Ich habe plötzlich kein Geld mehr. Yo, what the fuck, wohin geht mein Geld gerade? Gute Wahl. Es geht einfach flöten, Mann. Ja, gut. Gut, das ist voll. Also, als Primärwaffe, ich habe die hier und... Na. War irgendwie klar, dass die besser ist. Ja. Na gut. Gut. Hey, Deke. Pass auf. Damit vielen Dank fürs Zusauen. Lasst gerne positive Bewertung da. Schaut beim nächsten Part rein, wo wir richtig fett mit dem Ding Action machen. Genau, schaut auf Twitch, Insta vorbei. Ihr kennt den ganzen Kram. Damit wieder schauen und reingehauen.